Ja, einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen bei wieder etwas milderen Temperaturen dieser Woche. Ja, ich möchte Sie ganz herzlich heute begrüßen zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarrunde Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Thema des heutigen Abends, The Big Picture, die technische Marktanalyse, strategische und taktische Einschätzung der Finanzmärkte. Heute bei uns wieder einmal zu Gast Franz Georg Wenner von Feingold Research. Ich möchte mich ganz kurz bei Ihnen nochmal vorstellen, zumindest für diejenigen, die noch nicht dabei waren bei unserer Webinarrunde. Mein Name ist Markus Landau und ich bin hier bei der DZ Bank Derivate-Experte und werde ja die Moderation in den nächsten Dreiviertelstunde übernehmen oder vielleicht auch Stunde und immer wieder mal in die Fragebox schauen und ja mit meinen Augen schauen, ob es da die ein oder andere Frage gibt, auf die wir einhaken sollten. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser gemeinsames Webinar heute und würde gerne mit Ihnen einsteigen und Ihnen zeigen, was wir heute mit Ihnen vorhaben. Ja, die Überschrift unter Punkt 1 ist in der Regel, wenn Franz Georg das Webinar hält, immer hier auf Tagespunkt 1 bei uns, was passiert. Franz Georg wird erstmal einen Gesamtüberblick geben über die verschiedenen Märkte beziehungsweise Assetklassen. Und ich glaube, da ist für jeden etwas von Ihnen heute dabei. Ja, wo sind wir momentan? Wo stehen wir? Allzeithochs, neue Allzeithochs im S&P 500 und Nasdaq 100. Da sieht es in Amerika sehr gut aus. Langfristige Aufwärtstrends der internationalen Aktienmärkte sind bislang noch intakt. Und die EZB hatte in der vergangenen Woche keine Zinsanpassung vorgenommen. Das haben Sie sicherlich alle mitbekommen. Und spannend in dieser Woche wird eben sein, was am Mittwoch die US-Notenbank Fed mit der Zinsentscheidung machen wird, ob es eine geben wird, ob es keine geben wird. Und das kann natürlich in dieser Woche auch zu gewissen Turbulenzen an den Aktienmärkten führen oder zumindest den einen oder anderen Markt ein bisschen durcheinander wirbeln. Wir haben natürlich auch heute wieder Trading-Setups für Sie parat oder Franz Georg hat zwei Produkte mitgebracht, die er Ihnen vorstellen wird. Die passend zu seiner, ja, zu seinem Themen heute passt. Und ich möchte allerdings erst einmal, bevor er dann gleich wieder übernimmt, ja, mit den rechtlichen Hinweisen fortfahren. Ja, das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Und alles, was wir im Webinar eben hier besprechen, die Produkte, die wir hier verwenden, die Produkthinweise zu den Hebelprodukten, sind nur zu Demonstrationszwecken zu sehen, zu verstehen und stellen keinerlei Empfehlung dar und ersetzen auch keine Beratung. Die Risiken, ja, dieser Produkte, der Hebelprodukte, sind in der Regel zum einen das Totalverlustrisiko beim Erreichen des Knockouts oder bei dem wertlosen Fälligkeit von Optionsscheinen, ja, oder auch dann das Emittentenrisiko bezüglich oder beziehungsweise Bonitätsrisiko, was Sie vielleicht auch immer wieder mal berücksichtigen sollten, wenn Sie vielleicht mit niedrigen Hebeln agieren und Ihre Position, Ihren Trade auch länger fahren wollen. Ja, deswegen würde ich dann nach meiner Einleitung jetzt erst einmal zum Franz Georg abgeben und melde mich dann später nochmal oder zwischendurch und wünsche Ihnen auf jeden Fall erst einmal ein spannendes Webinar und freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Ja, Markus, vielen Dank für die Einleitung. Also schon gesagt, es ist draußen bei den Temperaturen extrem heiß und die Aktienmärkte sind auch schon ganz weit vorgestoßen. Zumindest mal, wenn wir uns die US-Indizes anschauen, also ein S&P 500 und Nasdaq 100 sind in neue Kursdimensionen vorgestoßen. Der gute alte DAX ziert sich da doch noch etwas. Da sind noch viele Barrieren zu überwinden. Dennoch spannende Ausgangslage, nicht nur bei den Aktien, sondern vor allen Dingen eben auch bei den Edelmetallen. Die werden wir heute mal so ein bisschen als einen Schwerpunkt auch unter der technischen Lupe uns anschauen. Und natürlich, es darf nicht fehlen, Boris Johnson hat sich zu Wort gemeldet heute und vor allen Dingen das britische Pfund mal ziemlich in Schwung versetzt. Und auch da lohnt sich jetzt der Blick auf den Chart. Deshalb hier nochmal dann abschließend der Fokus auf die Währungspaare Euro, britisches Pfund, Euro, US-Dollar darf natürlich auch nicht fehlen vor dem Hintergrund der Fed-Zinssitzung am kommenden Mittwoch, 20 Uhr und 20:30 Uhr dann die PK. Das nur schon mal als Info. Ja, und dann bringe ich hier noch so ein paar Schmankerl mit. Der Pain Trade, der Tina Trade, können Sie sich mal überraschen oder ihr euch, was sich dahinter verbirgt und wie das eben auch im derzeitigen Zusammenhang mit den verschiedenen Asset-Klassen, Anleihemärkte, Devisenmärkte, Rohstoffmärkte, Aktienmärkte zusammenhängt. Dazu aber dann gleich mehr.
Und ich würde mal sagen, so viel der einleitenden Worte. Wir stürzen uns hinein in die fundamentale Ausgangslage, wie immer so als kleines Puzzlestück in diesem Chart-Webinar mit dabei. Naja, jeder hat es mitbekommen, Konjunktur leidet. Gerade in Europa sind wir davon doch schon sehr stark betroffen. Der Konjunkturabschwung gewinnt hier an Tempo. Einkaufsmanager-Indizes auf einem 79-Monatstief angekommen. Der IWF ist auch für die Weltkonjunktur zunehmend pessimistischer, drittes Mal in Folge nach unten genommen. Und wir sehen es vor allen Dingen, dass Volkswirtschaften, die einen hohen Anteil an Industrie- und exportlastigen Unternehmen aufweisen, die vor allen Dingen darauf angewiesen sind, dass die globale Wirtschaft rund läuft, dass der Konjunkturmotor nicht stottert, die leiden jetzt darunter unter den negativen Folgen des Zollstreits und eben dieser Wirtschaftsabkühlung. Das hängt ja beides miteinander zusammen, gerade eben auch in China. IFO-Geschäftserwartungen auf ein 10-Jahrestief eingebrochen. Ihr seht es hier, das ist hier, sind die IFO-Index, die Geschäftslage, die rote Linie, dann das Geschäftsklima, die schwarze Linie, die Geschäftserwartungen. Naja, und das ist ein Trend, der eindeutig abwärts zeigt. Wir sind hier wirklich schon auf Mehrjahrestiefs, je nach Subindex schon gefallen. Das Einzige, was uns jetzt so noch stabilisiert, das sieht man hier sehr schön bei den Einkaufsmanager-Indizes, das ist, dass der Dienstleistungssektor noch sehr stabil eigentlich auf seinem Niveau verharrt seit einigen Monaten. So eine kleine Abschwungbewegung haben wir gut ausgeglichen. Das verarbeitende Gewerbe, also die Industrie, sackt eben nach unten ab. Und es ist einfach die Gefahr und die Befürchtung, dass irgendwann die Abschwung, der Abschwung vom verarbeitenden Gewerbe auch auf den Dienstleistungssektor überschwenkt und dann würden beide nach unten drehen und das wäre dann ja nochmal so der zweite Nackenschlag, der uns drohen würde. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Deshalb ist eben jetzt auch schon die EZB so ein bisschen in Vorderhand getreten, hat gesagt, wir werden wahrscheinlich im September wohl tätig werden müssen. Und das ist hier die passende Folie dazu. Rettung. Draghi zündet auf der nächsten EZB-Sitzung am 12. September ein neues geldpolitisches Feuerwerk, habe ich es mal genannt. Es wird erwartet, dass hier einfach ein breites Maßnahmenpaket dann angekündigt wird. Er hat jetzt noch nicht geliefert. Das führte eben auch am vergangenen Donnerstag zu einem kleinen Abverkauf am Nachmittag. Jetzt hofft man, dass Mitte September endlich nachgelegt wird. Also Zinssenkung, Anpassung der Konjunktur- und Inflationsprojektionen legen dann vor. Dann möchte man natürlich eben auch noch, dass weitere Maßnahmen bekannt gegeben werden. Anleihekäufe sind hier ganz oben zu nennen, Stufenzinssystem für die Banken, aktualisierter Zinsausblick. Aber was wir einfach nicht sehen, ist eine Normalisierung der Geldpolitik in Europa und natürlich auch in vielen anderen Ländern. Davon können wir uns, müssen wir uns für lange Zeit, vielleicht für immer verabschieden. Ich möchte noch nicht den Teufel an die Wand malen, aber im augenblicklichen Umfeld ist das einfach nicht möglich. Die spannende Frage ist einfach, auch wenn jetzt die EZB dann Mitte September mal wieder voll aufs Gaspedal drückt, wird diese Liquiditätsausweitung überhaupt noch in der Realwirtschaft dann auch ankommen? Das heißt also, fragen die Unternehmen auch mehr Kredite nach, um eben Forschung und Entwicklung und Investitionen anzuschieben? Oder sind die Wirtschaftsaussichten so trübe, dass die Unternehmenslenker sagen, naja, ich möchte mich jetzt nicht noch mehr verschulden, gehen wir mal lieber hier ein bisschen vorsichtiger und wir nehmen gar nicht dieses günstige Umfeld in Anspruch. Das kann nämlich dann sein, dass eben dieser, ja, man nennt es eben Transmissionskanal, der geldpolitische Transmissionskanal letztlich verstopft ist und hier überhaupt nicht diese positiven Impulswirkungen der EZB letztlich dann auch ihre Wirkung in der Realwirtschaft entfalten. Ein großes Risiko. Zumal eben auch, ich habe es hier geschrieben, Ursachen des Abschwungs liegen zum Teil eben auch außerhalb des Einflussbereichs der EZB. Ne? Handelsstreit, Konjunktur in China, Brexit, da vor allen Dingen auch noch diese mangelnde Reformbereitschaft in Europa, da kann die EZB wenig machen. Wir sehen es hier unten in den USA, die Gewinnschätzungen, das ist so ein bisschen das, woran man sich im Augenblick auch klammert von der fundamentalen Perspektive. Man erwartet, dass zum Jahresende hin einfach wieder die Unternehmensgewinne kräftig wachsen, dass das Umsatzwachstum ein bisschen anzieht. Darauf baut man, ja. Letzte Quartal 2019, erstes, zweites 2020, da sollen die Unternehmensgewinne sprudeln. Das wird als Rechtfertigung herangesehen, dass man jetzt schon auf leicht erhöhtem Bewertungsniveau handelt, ja, vom KGV zum Beispiel betrachtet. Aber es ist die Frage, kommt das tatsächlich auch so? Ist das nicht nur ein Strohhalm, der unter Umständen reißt und dann war es das gewesen? Also eine ziemliche Wette in die Zukunft, das hält nach wie vor an. Damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Dann haben wir natürlich auch noch das Problem FED. Jetzt am kommenden Mittwoch geht es dann um die Entscheidung, wird die FED tatsächlich die Zinsen senken? Ich sage es mal so, der Markt und Donald Trump treiben die FED zu einer Zinssenkung. Wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit an den Terminmärkten von ja, 80%, 75%. Man kann einfach sagen, der Markt erwartet eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Punkt. Und wir hatten mal kurzzeitig hier sogar 50 Basispunkte im Markt schon eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür. Das ist jetzt zurückgekommen. Daran sind haben wir uns gewöhnt. Aber 25 wollen die Investoren auf jeden Fall sehen. Ist nur die Frage, warum senkt überhaupt die FED die Zinsen? Denn wir haben starke Konsumausgaben, eine geringe Arbeitslosenquote, Verbraucherpreisindex ist im Normalband, auch beim Haushaltsdeal, da haben wir die Schuldenobergrenze, die bis Sommer 2021 außer Kraft ist. Es gibt keinen richtigen handfesten Grund, die Zinsen zu senken, außer eben, dass die Weltkonjunktur natürlich schwächelt, aber in Amerika selbst haben wir höchstens einige Konjunkturdaten, die mal enttäuschen. Andere sind wiederum sehr gut. Das ist kein einheitliches Bild. Die FED würde so ein bisschen sehr, sehr frühzeitig schon mal handeln und sie beugt sich aber auch dem Druck aus dem politischen Lager. Entscheidend am Mittwoch wird dann vor allen Dingen eben auch das Wording sein. Worauf wird sich die FED einlassen mit Blick eben auf mögliche weitere Zinssenkungen zum Jahresende hin? Kommen vielleicht noch zwei? Ich denke nicht, dass die sie ankündigen wird. Sie wird wieder argumentieren. Man wird datenabhängig handeln, zunächst auf Sicht agieren. Und am Markt könnte es dann so ein bisschen Sell on God News kommen. Das heißt also, wenn die Zinssenkung durch ist und im Wording nicht neue Fantasie aufkommt, dann war es das dann erstmal gewesen und dann greift ganz allmählich vielleicht auch das saisonale Muster. Dazu dann gleich nochmal mehr. Das mal mit Blick auf die Notenbanken und gucken wir uns mal das Weltaktienklima im Augenblick an. Also hier unten noch ganz links in der Spalte, Rendite seit Jahresanfang, eine grüne Weste, alle wichtigen Indizes über der Renditeschwelle von, also sind alle im Gewinn, das sieht noch ganz gut aus. Kospi schwächelt so ein bisschen, aber das haben wir auch schon das ganze Jahr über gesehen. Der DAX-Kursindex 14% im Gewinn, das ist schon wirklich viel. Wenn man mal überlegt, im Jahresdurchschnitt kann man eigentlich zufrieden sein, wenn der DAX 8 bis 9% macht. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, 14%. Das ist also, man könnte eigentlich, hätte man gute Argumente, jetzt die Bücher zu schließen und kein weiteres Risiko mehr einzugehen. Muss man auch immer im Hintergrund behalten, viele Kursziele und Renditeziele von professionellen Investoren sind eigentlich jetzt schon erreicht, sofern sie seit Jahresbeginn dabei waren. Das ist genau die Krux an der Sache. Ich hatte es euch ja schon oft genug gesagt, viele haben diese Rallye einfach verpasst. Der DAX ist zwar stark gestiegen, aber in den Portfolios der Profis leuchtet meistens nicht so eine hohe Renditezahl auf. Das ist das Problem. Und deshalb sehen wir auch noch keine kräftigen Gewinnmitnahmen. Ein Grund dafür. Was auch noch positiv stimmt, hier die Technologieaktien sind nach wie vor sehr stark unterwegs. Jetzt haben wir die Berichtssaison in den USA, kommt mehr oder weniger auch ganz gut rein bei den Techs. Es wird also somit auch untermauert. Hier die 200-Tage-Linie, Anzahl der Indizes, die da drüber notieren. Im Augenblick haben wir hier 90%, also nach wie vor genauso gut wie noch Anfang Juli hier beim letzten Webinar. Abstand im Durchschnitt 6%, auch das ist noch ein gesundes Polster. Stellt im Augenblick kein richtiges Warnsignal dar. An den internationalen Aktienmärkten ist der Trend aufwärts gerichtet. Es handelt sich um eine breite Aufwärtsbewegung, müssen wir uns eigentlich keine Gedanken zu machen. Hier im kurzfristigen Bereich sehen wir schon so ein bisschen, dass eine kleine Sommerlethargie zu beobachten ist. Also so eine, naja, leichte Ermüdungserscheinung. Die Quote hier im Vergleich zum Webinar Anfang Juli von 95 auf 65% gefallen. Also da sehen wir schon, einige Indizes tauchen langsam unter ihrem Monatsmittelwert. Das gilt es jetzt zu beobachten. Vor allen Dingen eben jetzt August wird es wieder ein bisschen schwieriger. Da hast du dann gleich nochmal mehr. Also wir sehen langfristig aufwärts gerichtet, kurzfristig schon eine leichte Konsolidierungs Neigung, möchte ich mal sagen, die wir im Augenblick beobachten. Sentiment, was macht die Stimmung? Also amerikanische Kleinanleger, können wir uns kurz fassen. Bullisches Lager ist relativ dünn besetzt, 32% im Vergleich knapp 39% langfristiger Durchschnitt. Hier ist man also schon mal vorsichtig gestimmt. Auch Bären sind nicht so viele zu sehen eigentlich am Aktienmarkt bei den Kleinanlegern. Sehr viele sind im neutralen Lager, trauen sich jetzt nicht mehr rein und warten erstmal ab, dass jetzt wieder ein klareres Signal kommt nach oben und unten. Da ist man jetzt vorsichtig. Man möchte nicht am Rekordhoch kaufen. Das, ich denke, das kennt jeder von uns. Profi-Investoren sieht die Lage ein bisschen anders aus. Ihr seht es hier.
Die nordamerikanischen Fondsmanager-Umfragen sind wir hier an einem Top angekommen. Ist schon wieder ein bisschen kritischer zu sehen von der Sentimentachse her. Immer wenn wir hier so eine Spitze hatten bei den nordamerikanischen Fondsmanagern, dann haben wir hier zumindest mal auch langsam einen Übergang gesehen zu einer Konsolidierung. Das gilt, ich habe es nachgeguckt, die Daten vor allen Dingen im kurzfristigen Bereich. Also das heißt also eine Woche, 2 Wochen bis knapp 4 Wochen, da ist die Durchschnittsperformance tatsächlich schlechter als im langfristigen Durchschnitt. Also hier vom Sentiment her gesehen schon mal ein kleines Aufrufezeichen. Vorsicht, könnte etwas holpriger sehr im sehr kurzfristigen Bereich jetzt werden. Dann habe ich euch wieder die Fondsmanager-Umfrage mitgebracht und wie beim letzten Mal auch schon angekündigt, hier gab es einen Stimmungswechsel. Wir hatten ja einen extremen Pessimismus gehabt im Juni, waren nur noch 21% der Investoren in globalen Aktien untergewichtet gewesen. Also das war der niedrigste Stand seit März 2009, also seit der Finanzkrise. Und da haben wir jetzt einen Stimmungsumschwung gesehen. Jetzt sind wieder 10% übergewichtet. Das heißt also, erste Adjustierungen haben hier stattgefunden. Das hatte ich ja gesagt, es gab eine Übertreibung. Hier wurde jetzt abgebaut. Die Cashquote ist auch von rekordhohen 5,6% auf 5,2% gefallen, ist nach wie vor hoch. Damit können wir hier schon mal festhalten, die Aktienquote ist nach wie vor sehr gering. Ja, ist noch ausbaufähig, wenn ihr das hier seht. Blauen Balken sind noch wirklich weit unter dem Durchschnitt und die Cashquote ist noch sehr, sehr hoch. Das heißt also, da ist durchaus noch Futter vorhanden bei den Institutionellen. Die warten einfach nur ab, bis das nächste Mal ein deutlicherer Rückschlag kommt. Ob der aber kommt, ist eben fraglich. Den gab es jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Der Markt macht keine Gefangenen, sagt man dazu. Ja, und die Frage ist natürlich, wenn Sie jetzt schon den Aktienanteil wieder ausgebaut haben, was wurde dann gekauft? Und das sieht man hier auf dieser Folie sehr schön. Aktien, breiter Markt wurde wieder gekauft, wobei defensive Titel wie Versorger, Anleihen, Basiskonsumgüter, die in dem Bereich angesiedelt sind, die wurden abgebaut. Zyklische Titel rücken wieder in den Fokus. Ja, also Klassiker, Zyklika, also zum Beispiel Automobilwerte. Alles, was wirklich eng an der Industrie dranhängt, an der wirtschaftlichen Entwicklung, da hat man zugegriffen. Was ich vor allen Dingen aber auch interessant finde, Eurozone hat man auch deutlich ausgebaut, das Engagement. Das heißt also, Europa erlebt so ein bisschen eine Renaissance. Und das haben wir auch gesehen, DAX und sowas hatten doch schon zumindest mal einige Zyklika positiv überrascht. Und ich erinnere mich einfach mal an die Gewinnwarnung bei Continental, bei Daimler am frühen, im vorbörslichen Handel kräftige Kursverluste, die sich abzeichnen. Und dann hat Continental-Aktie im Handelsverlauf richtig aufgedreht, weit im Plus geschlossen. Das heißt also, eigentlich wurde Schreckensmeldungen gekauft. Ganz nach dem Motto, da ist jetzt so viel Negatives schon eingepreist. Naja, da muss dann ganz einfach doch ganz Schlimmes kommen, damit die Aktie eigentlich jetzt nicht mehr günstig, nicht mehr noch weiter zurückfällt. Da hat man eigentlich dann schon zugegriffen. Bei schlechten Nachrichten kauft man. Das hat man jetzt sehr schön gesehen, zum Beispiel schon bei diesen Werten. Gibt ein ganz gutes Signal, sollte man auch im Blick behalten. Ja, und jetzt kommt so die Sache Saisonalität. Monatsausblick August. Ihr seht es hier, Trefferquote beim S&P nur noch 54%, Dow Jones das gleiche, Technologieaktien ein bisschen besser. Langfristiges Durchschnittsergebnis sogar leicht negativ. Also das ist schon mal ein Risiko. Wir sehen hier, der August ist wirklich ein schwieriger Monat. Und das sieht man hier auch in der etwas längerfristigen Perspektive, also hier im Durchschnittsverlauf, wenn man nur die Vorwahljahre mal berücksichtigt, seit 1950. Neigen die Aktienmärkte einfach sehr gerne dazu, so im Juli nochmal einen Top auszubilden. Dann geht die Fahrt langsam nach unten. August, das ist dann eine Schaukelbörse, ein Seitwärtsmarkt. Und beim letzten Webinar hatte ich ja auch schon 2 Produkte auf den DAX vorgestellt, mit denen man eben gerade auf solche Seitwärtsmärkte setzt. Also so ein Discount Call oder ein Discount Put Optionsschein bieten sich da an. Und an diesem Szenario halte ich zunächst auch mal fest. Dann haben wir hier auch noch mal eine schöne Auswertung zu den Durchschnittsrenditen und Entwicklungen im Jahresverlauf. Und hier zeigt sich eben auch Anleger, die im Durchschnitt seit 1998 Geld angelegt hätten, die hätten das eben verloren. Wenn man jetzt hier so im Juli in den Markt reingegangen wäre, Mitte Juli und dann für 3 Monate halten würde, ihr seht es, da hätte man eben dann ganz schöne Verluste, was heißt schöne, ganz saftige Verluste erzielt. Das gilt sowohl für amerikanische Aktien als eben auch zum Beispiel für europäische Aktien. Wenn man also in den Minus reingedreht und dieses positive Zeitfenster öffnet sich meist erst wieder im Oktober, dann kann man wieder auch vom saisonalen Gesichtspunkt her Rückenwind erfahren. Aber jetzt diese 2,5, 3 Monate, die gilt es erst einmal zu meistern. Zumindest in der Vergangenheit waren das häufig sehr, sehr schwierige
Monate gewesen. Kommt gerade eine Frage rein, ob man auch den Equal-Weighted S&P anschauen sollte. Das zielt darauf ab, auf den gleichgewichteten Index. Genau, das ist eine sehr gute Frage. Das mache ich auch. Den schaue ich mir auch immer wieder an. Gleichgewichtete Indizes zu beobachten, eben mit vor dem Hintergrund, dass eben hier alle Aktien in diesem Index ein gleiches Gewicht haben. Ja, da spielt es dann keine Rolle, ob zum Beispiel eine Apple-Aktie mit 10% Gewichtung im Nasdaq 100, da dann den Kursverlauf des Index maßgeblich beeinflusst. Und Apple hat genauso das gleiche Gewicht wie ein sehr, sehr kleines Unternehmen, was eben im Nasdaq 100 gelistet ist oder meinetwegen auch im S&P 500. Und das sind auch ganz gute Indizes, mit denen man eben untersuchen kann, wie die Marktbreite ist. Und das mache ich ja auch immer hier im Webinar. Ich stelle die Marktbreite vor. Da kann man sich entweder gleichgewichtete Indizes anschauen oder man schaut sich Anzahl der Aktien an, die über bestimmten gleitenden Durchschnitten notieren. Und bekommt dann ein ganz gutes Gefühl dafür, eben partizipieren alle Aktien an einer Aufwärtsbewegung oder sind es nur relativ wenige? So, und ich hatte schon gesagt, die Marktbreite hatte ich angekündigt und hier ist die Marktbreite eben auch schon und da sieht man es. Nein, die Marktbreite bestätigt eben nicht das neue Hoch, das wir im S&P 500 gesehen haben. Hier die blaue Linie, Anzahl der Aktien im S&P 500, die über ihre 100-Tage-Linie notieren. Wir sehen hier eine klassische negative Divergenz. Das ist nicht schön, denn wir haben hier das erste Hoch ausgebildet im S&P 500. Das zweite Hoch war deutlich höher. Deswegen sind wir ja auch auf Rekord. Aber hier das erste Hoch wurde bei einer Quote von knapp 85% der Anzahl der Aktien, die über ihre 100-Tage-Linie ausgebildet. Jetzt sind wir nur bei 68%. Das heißt also, diese Aufwärtsbewegung hier wurde von weniger Aktien begleitet. Ja, das heißt, das Fundament dieser Rallye ist nicht so breit, wie es zum Beispiel hier bei dieser Aufwärtsbewegung gewesen ist. Nur wenige hochkapitalisierte, man nennt es auch die Schwergewichte im Index, ziehen den Markt gerade nach oben. Aber das Gros der Aktien, vor allem die kleineren Werte, die ziehen nicht so richtig mit. Haben wir zum Beispiel auch gesehen, wenn ihr euch den Russell 2000 anschaut, also den Nebenwerteindex. Auch der kommt nicht so richtig in die Spur. Was gekauft wird, ist ein S&P 500 und Nasdaq 100. Dow Jones zum Beispiel auch noch nicht auf Rekord. Russell 2000 davon eben auch noch weg, hatte zuletzt mal Schwäche gezeigt. Das ist nicht der breite Markt, der aufwärts zeigt. Es sind nur wenige Indizes, S&P und Nasdaq. Da muss man eben entsprechend auch vorsichtig sein. Marktbreite mahnt also ebenfalls zur Zurückhaltung, möchte ich es mal nennen. Dann ein weiterer Punkt, Anleihenmarkt, und das ist der TINA-Trade. There is no alternative. Dafür steht TINA. Und was heißt das letztlich? Naja, ganz einfach. Wir haben hier die Situation vorliegen, das sind jetzt hier die europäischen Anleihen über 10 Jahre, immer weiter nach unten drehen. Ja. Es gibt für Investoren keine richtige Alternative mehr zum Aktienmarkt. Am Anleihenmarkt muss ich immer öfter Minuszinsen bezahlen. Das heißt also, ich muss Geld mitbringen, wenn ich dem Staat Geld leihe, zur Verfügung stelle. Bei Sparguthaben greift es langsam so um sich, dass hier auch noch Strafgebühren verlangt werden. Auch das ist ein Thema, was immer stärker aufkommt. Gut, das mag jetzt die großen institutionellen Investoren nicht betreffen, aber sie sind vor allen Dingen mit den Minusrenditen am Anleihenmarkt konfrontiert oder müssen hier eben mickrige Renditen im 10-jährigen Bereich in Kauf nehmen, also spanische 10-jährige bei 0,3, 0,4, Portugal ebenfalls. Es ist ja Wahnsinn, was hier eigentlich noch aufgerufen wird. Und ich habe keine Alternative und werde eben deshalb auch dann in den Aktienmarkt reingezwungen, weil ich eben nirgendwo anderen mehr, an keinen anderen Assetklassen mehr ausreichend Renditeperspektiven sich mehr bieten. Das ist ein sehr, sehr großes Problem und das führt letztlich dazu, dass ich dann als Großinvestor in den Markt reingezwungen werde gegen meine eigene Überzeugung. Ja, das hat man jetzt eben auch in dieser Fondsmanager-Umfrage gesehen. Viele Profi-Investoren sind eigentlich skeptisch, was die Konjunktur angeht. Aber was sollen Sie denn sonst noch investieren? Sie haben ja keine großen Alternativen. Deswegen setzt man dann so ein bisschen auf risikoreichere Assets, wie zum Beispiel eben die Techs, und hofft dann nochmal in so einem richtigen Schub Rendite kassieren zu können, weil ich eben am Anleihemarkt das nicht mehr bekomme. Das ist ein großes Problem, das muss man berücksichtigen. Das ist, wie gesagt, dieser TINA-Trade. Und wenn ich jetzt schon mich mit dem Anleihemarkt beschäftige, ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Inversion ist teilweise aufgehoben. Das heißt also, dass hier diese Zinsschere der dreimonatigen, der 10-Jährigen minus den 3-Monatigen, die ist wieder nach oben gedreht. Ich habe hier nicht mehr eine inverse Zinsstrukturkurve vorliegen. Das heißt also, die 10-Jährigen sind wieder, liegen gleich die Rendite über den 3-Jährigen. Und es war ja in der Vergangenheit immer so gewesen, wenn nach einer Inversion, das heißt also, das Ganze hier im negativen Bereich war, diese Zinsdifferenz wieder angezogen ist,
Dann kam es zur Rezession in den USA. Das sind hier diese grauen Balken. Deshalb eben habe ich hier drüber geschrieben, der Countdown läuft jetzt. Und das mahnt eigentlich sehr, sehr stark zur Vorsicht. Da müsste man jetzt wirklich dann befürchten, dass die Konjunktur, setzt sich dieses Muster der Vergangenheit fort, über kurz oder lang in die Rezession abstürzt. Aber, das ist wieder der wichtige Hinweis, die zentrale Frage ist, angesichts der Ausgangslage an den Anleihemärkten, stellt sich überhaupt auch die Frage, sind die Marktreaktionen der Vergangenheit überhaupt noch auf das aktuelle Zinsumfeld anwendbar oder ist das überhaupt nicht mehr vergleichbar? Wenn global Anleihen im Volumen von 13 Billionen Dollar schon negativ verzinst sind, dann habe ich ein ganz anderes Umfeld als vor 10, vor 20, vor 30 Jahren. Und das macht es im Augenblick eben auch so unheimlich schwierig, hier, ich sage mal, Intermarket-Zusammenhänge, also Wirkungszusammenhänge zwischen verschiedenen Anlageklassen dann überhaupt noch abzugreifen und dann auch noch ja, zu interpretieren, was dann daraus wird. Extrem schwierig. Gucken wir uns mal hier an, die amerikanische Notenbank. Dann sehen wir, das ist ja auch immer so eine Frage gewesen, steigen die Aktienmärkte eigentlich nach einer Zinssenkung noch weiter, nach einer ersten Zinssenkung zum Beispiel? Und hier ist zumindest mal in der langfristigen Betrachtung das Bild ganz positiv. Ja. Über 6 Monate gesehen ging es klar aufwärts, über 12 Monate sind die Märkte weiter gestiegen. Das heißt also, eine erste Zinssenkung war in den USA beim S&P 500 kein Signal dafür gewesen, dass die Aktienmärkte danach langfristig in den Keller getaumelt sind. Aber bitte auch beachten, langfristig steigen die Aktienmärkte sowieso. Gerade eben über hier so einen Zeitraum, über 6 Monate und 12 Monate, kommt eben dieser Effekt dann sehr stark zum Tragen. Kurzfristig sorgt das dann schon für Verunsicherung und da muss man dann auch entsprechend aufpassen. Ja, und nochmal die Fed jetzt vor dem Hintergrund eben, dass die S&P 500 auf Rekord steht, stellen sich auch viele die Frage, Zinssenkung und die amerikanischen Aktienmärkte stehen auf Rekord. Ist das nicht ganz ungewöhnlich? Hier eine Auswertung von LPL Research, habe es mitgebracht. Man sieht es, das gab es in der Vergangenheit auch schon häufiger seit 1980. Beeindruckend, die Einjahrestrefferquote 100%. Im Durchschnitt sind die Kurse um weitere 10% nach oben gelaufen. Also auch das kein zwingendes Argument, wenn die Zinsen gesenkt werden und der S&P 500 ist auf Rekordhoch, führte das nicht dazu, dass es nachher in der mittel- bis langfristigen Betrachtung nach unten gegangen ist, sondern die Märkte eigentlich noch weitergelaufen sind. Aber wie gesagt, das ist wirklich die langfristige Perspektive und langfristig steigen die Aktienmärkte ja auch. In der kurzfristigen sieht das natürlich schon wieder ein bisschen anders aus und da muss man dann auch mal einen Blick auf den Chart werfen. So, und da habe ich euch mal hier den S&P 500 mitgebracht und ich würde mal sagen, er hält sich relativ gut auch an unser Drehbuch, das ich so das letzte Mal beschrieben hatte. Hat ja gesagt, wenn wir hier über diesem Ausbruchsniveau von rund 2940, 2950 Punkte bleiben, bleiben wir auch im grünen Bereich. Und das hat der S&P 500 eben auch getan. Aber wir werden nicht mehr kräftig durchstarten nach oben. Es wird so ein bisschen leicht nach oben gehen, vielleicht die 3000 oder die 3020er Marke noch abgearbeitet werden. Und dann müssen wir weiterschauen. Genau das hat der S&P 500 jetzt gemacht. Jetzt wird es allerdings wirklich auch langsam etwas schwieriger. Denn was soll die Fed am Mittwoch noch liefern? Das war die Wette gewesen, auf die man jetzt sich jetzt positioniert hat, dass eben eine Leitzinssenkung kommt. Sie wird kommen, aber ich glaube, die Fed wird nicht viel mehr liefern. Sie wird ihr Pulver trocken halten und dann nur noch argumentieren, wir agieren datenabhängig. Und dann ist es die Frage, naja, reicht das dann auch der Konjunktur, um weiterzulaufen vor dem Hintergrund des Handelsstreits? Also da waren ja auch die letzten Töne gewesen von US-Präsident Trump, dass man hier nicht so viel Optimismus haben sollte. Er hat ja gesagt, ihm würde es wohl, oder er geht davon aus, dass die chinesische Regierung die Präsidentschaftswahlen im November 2020 erstmal abwarten wird. Jetzt haben wir zwar erstmal wieder Gespräche, aber ich glaube nicht, dass die so richtig in Fahrt kommen werden. Das Thema wird im Hintergrund brodeln. Gleiches auch zum Brexit, dazu aber dann später noch etwas mehr. Und das ist dann doch so ein Umfeld vor dem Hintergrund der Saisonalität, wo es etwas schwieriger wird. Im Augenblick lässt unser Prognosekorridor, hier das graue Band, was sich hier ableitet aus Schwankungen um den Monatsdurchschnitt, maximal noch Luft, so bis in den Bereich von rund 3050, 3060 Punkte. Ich gehe nicht davon aus, dass der S&P 500 weiter steigt. Das ist so die Obergrenze, deshalb eben auch hier das grüne Rechteck entsprechend auf der Oberseite 3050, 3060. Da sehe ich den Deckel derzeit drauf. Auf der Unterseite unveränderte Marken.
Unterhalb von 2940, hier diese Ausbruchsmarke, wird es ein bisschen kritischer. Sehe ich den Markt dann eher in einer, naja, was heißt kritischer? In einer Konsolidierungsbewegung, also eine Seitwärtsbewegung, die ich dann erwarten würde. Diese Seitwärtsbewegung hat Bestand bis ungefähr in den Dunstkreis der 200-Tage-Linie. Wir hatten es ja beim letzten Mal vom 200-Tage-Durchschnitt. Da bitte so einen Puffer beachten von rund 3%. Das heißt also hier ungefähr bis zum Mai-Tief dürfen die Kurse fallen, solange ist er dann auch halbwegs neutral einzuschätzen, also 2720. Das ist so dann die Schmerzgrenze, fällt der S&P unter 2720, dann kommen wir hier in den negativen Bereich rein, dann ist der Markt auf jeden Fall auch skeptisch einzuschätzen. Das sehe ich derzeit noch nicht, denn der Trend ist mittel- bis langfristig aufwärts gerichtet. Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, dass wir bis zum nächsten Webinar, ich glaube in 3 Wochen, hier unter die 200-Tage-Linie fallen. Wenn man sich das mal anschaut, wir haben dann hier so ein bisschen Puffer nach unten von rund 7%. Das ist außer Reichweite, kann ich mir vorstellen. Es sei denn, es passiert irgendetwas Unvorhergesehenes. Worst Case in Anführungszeichen in den nächsten 3 Wochen hier ein Rückfall unter 2940 und dann pendelt sich der Markt hier im Bereich der 2900 ein. Also auch weiterhin S&P 500 leicht optimistisch, maximal 3060, was ich hier so sehe. Aber ich würde jetzt hier nicht mehr aggressiv mit Long reingehen. Dafür sehe ich den Markt doch langsam mal ausgereizt. Eher mal Gewinne mitziehen, Stoppkurse platzieren unter 2,49, 2,39. Auch Teilgewinnmitnahmen jetzt mal langsam vornehmen, ja, vor dem Hintergrund der Saisonalität. Das gleiche so ein bisschen hier beim Nasdaq 100. Haben wir auch so einen Effekt gehabt, hat sich auch relativ gut daran gehalten, was wir gesagt haben. Solange hier das 7690er Ausbruchsniveau bleibt, ist der Markt positiv einzuschätzen, also auch grundsätzlich positiv im kurzfristigen Bereich mit Hebelprodukten, aber bitte limitiert. Maximalpotenzial für Nasdaq 100 sehe ich noch bei rund 8070, 8080. Dann ist aber auch schon Schluss, der Markt jetzt bei 8015, 8020. Also auch da ist nicht mehr so viel zu holen. Vielleicht tüppeln wir hier so ein bisschen leicht nach oben. Solange der Nasdaq 100 über 7690, 7600, ja, lassen wir mal 30 bleibt, also hier auch bitte so ein bisschen Puffer einrechnen, ganz klar positiv. Ein Rückläufer könnte man zum Beispiel kaufen in Form eines Schnäppchenjäger-Strategien, nenne ich es mal hier in dem Bereich, und dann Stopp darunter platzieren, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Mini-Future Long agieren möchte. Dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis hier deutlich besser. Das haben wir im Augenblick nicht vorliegen. Fällt der Markt hier unter 7630, wird es ein bisschen kritischer, dann haben wir hier den neutralen Bereich erreicht und der Nasdaq 100 dürfte sich dann so einpendeln, naja, knapp um die 7600er, 7530er Zone. Da ist derzeit die Untergrenze hier unseres statistischen Schwankungskorridors anzusetzen. Viel mehr erwarte ich da derzeit nicht. Natürlich immer vorausgesetzt, es kommen keine großen unvorhergesehenen Ereignisse, ja, die dann hier das auslösen würden. Ich gucke gerade in die Fragenbox mal rein. Ja, Zinssenkung um 25 Basispunkte ist, sehe ich auch eben schon eingepreist. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, das Entscheidende ist daran, was sagt die Fed sonst nicht in der Pressekonferenz ab 20:30 Uhr? Wie ist das Wording? Wird man irgendwie die Tür offen halten zu weiteren Zinssenkungen im Jahresverlauf, wovon der Markt ja eigentlich auch ausgeht? Also 1 bis 2 weitere Senkungen bis Weihnachten möchte man gerne als Geschenk noch haben, so als Bonbon. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass die Fed dem Markt diesen Gefallen tun wird. Man wird sich hier bedeckt halten, was weitere Zinssenkungen angeht. Einfach sagen, datenabhängig würde man bereitstehen für den Fall der Fälle. So könnte mehr oder weniger eine Formulierung sein. Deshalb die 25 sind eingepreist und ja, dann kommt eigentlich nichts mehr, ne? Und wenn die Fed nicht liefert, die Berichtssaison so, naja, den Erwartungen entsprechend oder etwas besser reinkommt, sehe ich auch keinen Grund, warum die Kurse noch weiter nach oben laufen sollten. Dann könnte es eben tatsächlich zu Gewinnmitnahmen kommen. Dann könnten Befürchtungen aufkommen. Naja, Zollstreit entwickelt sich nicht so richtig. Die Unternehmensgewinne können einfach nicht das liefern zum Jahreswechsel, was unterstellt ist. Und dann sind die Aktienmärkte teuer. Und was ist, wenn die Aktienmärkte teuer sind? Dann geht man vielleicht mal mit Gewinnen raus und realisiert zumindest Teilgewinnmitnahmen. Ich hatte es ja eben gesagt. Ja, man hat hier schon ganz gute Renditen seit Jahresbeginn erzielt. Und das möchte man sicherlich nicht mehr hergehen, wenn man die dann tatsächlich auch eingebucht hat. Das ist immer die Frage. Wechseln wir die Perspektive, gehen wir rüber zum DAX und ja, schau mal hier. Die Sentiment für den DAX sieht jetzt nicht so wahnsinnig
euphorisch aus. Da sehen wir letztlich das, was wir schon ausführlicher beobachtet haben. Naja, beim DAX sind die Investoren nicht so richtig dabei. Die institutionellen Investoren haben ein bisschen die Bestände aufgestockt. Ja, da ist der Effekt, den ich gerade eben in der Fondsmanager-Umfrage schon gesagt hatte. Ne? Europa, Zykliker, das ist ja der DAX, wurde wieder gekauft. Der blaue Balken hier entsprechend nach oben ausgeschlagen. Da ist man also jetzt nochmal dabei. Aber schaut es euch an, so seit Januar, Februar, immer mal wieder, ja, positiv rein, raus im DAX, aber keine richtig starke Präsenz hat man hier. Man setzt jetzt darauf, dass jetzt nochmal so ein Schub kommt. Deshalb ist man hier reingegangen, die Instis. Aber das ist alles nicht wirklich stabil. Ja, das ist nicht nachhaltig, wie das hier, das ganze Bild sich daherkommt. Auch die Kleinanleger, die sind ja so seit April, seit Beginn des zweiten Quartals auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Auch hier sagt man sich, naja, die ganze Serie an Gewinnmitnahmen, die jetzt hier reingekommen ist, gerade bei den DAX-Aktien eben auch, aber in der zweiten Reihe, das zehrt schon an den Nerven. Ja, und da möchte man einfach nicht auf den falschen Fuß erwischt werden. Deshalb auch hier von der Sentimentachse her gesehen, keine nachhaltig überzeugende Entwicklung, die wir hier derzeit sehen. Und das muss man eben auch, naja, denn das Umfeld, die Saisonalität, gerade beim DAX, bei den deutschen Indizes, mahnt doch schon zur Vorsicht, wenn man vor allen Dingen die Blue Chips betrachtet. 36% Trefferquote im August, das ist richtig schlecht. Durchschnittsergebnis der vergangenen 10 Jahre, knapp -3%. Maximaler Rückschlag haben wir hier gesehen, knappe 20%, ja, im Durchschnitt 5,6% runter. Das ist der Effekt, den ich schon ganz oft gesagt hatte und den ich auch mal in dieser Strategie mitgebracht hatte. Wenn man jetzt noch im Markt drin ist, dann eher die zweite Reihe, MDAX, TecDAX, da haben wir hier noch höhere Trefferquoten, ja, die wir auch sonst so in den Monaten schon mal sehen. Aber die Blue Chips weisen häufig eine richtige Schwäche auf im August. Da gilt es jetzt vorsichtig zu sein. Von der Saisonalität her haben wir jetzt hier in der ersten Liga Gegenwind, in der zweiten Liga im MDAX und TecDAX kann es noch ganz gut sein. Ja, das war ja auch die Strategie gewesen. Entweder nach 7 Monaten rausgehen oder wer es unbedingt braucht, geht eben dann irgendwann im August oder September raus, beziehungsweise schichtet dann um in den DAX. Aber jetzt haben wir saisonal auf jeden Fall mal etwas Gegenwind zu rechnen. Und wenn wir uns hier den DAX anschauen, naja, der hat jetzt nicht mehr so ganz das geliefert, was wir uns erhofft hatten. Ich habe mir hier den Chart auch aktualisiert. Zoomen wir uns mal ein bisschen rein für die wichtigen Marken. Das ist die Ausgangslage und ich muss sagen, der DAX ist jetzt so im, naja, neutralen Bereich, möchte ich mal jetzt einordnen. Ist immer schwierig, jetzt hier alle Anlegergruppen auch abzugreifen, natürlich. Also in der mittelfristigen Betrachtung ist nach wie vor eigentlich alles positiv, ne? Wir haben hier eine Serie steigender Hoch- und Tiefpunkte. Der Trendkanal ist ein bisschen aufwärts gerichtet. Also eigentlich ganz gut unterfüttert, aber jetzt sehen wir hier Ermüdungserscheinungen, die wir häufig sehen, einfach so in den Sommerwochen, Sommermonaten. Wir gehen jetzt hier in so eine Konsolidierungsphase über und wir sind eben auch da drin. Ich sehe den DAX erst wieder positiv und als ein Zeichen der Stärke, wenn wir hier über die 12.600 steigen. Die 12.600 wurden während der Pressekonferenz von EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag abverkauft. Das war hier diese Kerze gewesen, die schwarze. Erst darüber ist der DAX wieder positiv mit Ziel ungefähr 12.900 Punkte. Das wäre dann noch rauszuholen. Wäre allerdings fast schon saisonal gesehen etwas unüblich. Dafür müsste jetzt wirklich die Fed richtig was bieten. Also nicht nur 25 Punkte Zinssenkung, sondern noch mehr. Bleibt das nicht, bleibt der DAX unter 12.600, dann sehe ich ihn hier leicht im Trading-Bereich leicht neutral einzuschätzen mit einer ersten Unterstützung hier im Bereich der 12.100er-Marke. Nochmal gut unterstützt im Bereich der 11.800, ja, 830, 850er-Zone, beziehungsweise dann hier die 200-Tage-Linie, die auch nochmal sehr, sehr stark eigentlich gekauft werden sollte in einem normalen Umfeld. Das waren die 11.600er-Marke. Kommt gerade die Frage rein, sollte man jetzt zum Beispiel jetzt eine Short-Spekulation aufbauen? Kann man drüber nachdenken, zumindest mal auch als vor dem Hintergrund einer Absicherungsstrategie, wenn man eben jetzt andere Buchgewinne hat, würde ich das doch dafür plädieren, dass man jetzt zum Beispiel eine Short-Strategie fährt, also zur Gewinnabsicherung, eine pure Short-Strategie. Dafür sind die Signale nicht ganz so gut, aber man kann es natürlich machen. Das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt hier für eine neue Short-Position ist natürlich gut, denn wir sind hier oben drüber eigentlich limitiert. Da kann nicht mehr so viel kommen. Saisonalität her ist negativ. Ich würde allerdings nicht ganz so negativ reingehen, also mit einem Mini-Future-Short, sondern zum Beispiel hier den Discount-Optionsschein-Short nochmal vorstellen, den ich auch im letzten Webinar schon präsentiert habe.
Da bin ich nicht ganz so aggressiv, aber trotzdem bin ich ganz gut dabei. Sollte der Markt jetzt zu einer Schwäche greifen, ist dazu kommen, hat ein Cap bei 13.200. Das ist jetzt wirklich ein defensives Produkt, ein Basispreis bei 13.700. Das heißt also, ich bekomme hier die Maximalauszahlung zurück von 13.005 €, wenn der DAX dann am letzten Bewertungstag, jetzt 20.12., unterhalb von 13.200 Punkten notiert. Das entspricht im Augenblick einer Seitwärtsrendite per anno von 43% bzw. 17%, die ich hiermit noch erzielen kann. Kostet im Augenblick 4,26, 4,28, steigt dann auf 5. Würde ich auch nicht unbedingt bis zur Endfälligkeit halten, sondern dann auch schon hier Gewinne einfach realisieren. Wenn wir jetzt hier so eine Schwäche sehen, dann zieht er sicherlich schon ganz gut an und dann könnte man hier auch entsprechend dann agieren. Also es ist so ein ganz ruhiges Produkt, mit dem man jetzt nicht aggressiv short geht in den Markt, aber ganz einfach auch von fallenden Produkten dann schon mal etwas mitnehmen kann. Also jetzt so ein aggressiver hoher Hebel. Ne? Ja, das mal zu den Perspektiven, die wir hier im Augenblick beim Aktienmarkt haben. Und genau, dann gehen wir mal rüber zu den Edelmetallen. Da hatte ich nämlich auch jetzt mal eine ganze Menge mitgebracht. Und schauen wir mal an, was sich denn da so jetzt zuletzt entwickelt hat. Und es gibt da eine ganz interessante Ausgangsbasis. Ich glaube, beim letzten Webinar hatten wir schon über Silber gesprochen. Und ich beglückwünsche nochmal den Zuhörer, der gesagt hat, na, Silber bin ich eigentlich ganz optimistisch gestimmt. Hat jemand ein ganz gutes Händchen bewiesen, denn vom reinen Chart her gab es noch nicht so gute Signale. Aber Silber hat doch jetzt geliefert, hat kräftig nach oben gedreht. Der Kurs 10, 15% haben wir hier aus dem Stand gemacht. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und vor allen Dingen interessant, ich mache mal hier den Tageschart. Silber hat den langfristigen Abwärtstrend nach oben hin durchstoßen. Zumindest mal haben wir es doch ordentlich unter Druck gesetzt. Das Kursniveau hier um die 16,40, wo der Abwärtstrend verlief, hier diese rot gestrichelte Linie, das ist vielleicht noch nicht nachhaltig. Das Problem ist im Augenblick, der Silberkurs ist in kurzer Zeit extrem schnell gestiegen. Die 200-Tage-Linie hier, eine Differenz von 8,6%, ist das höchste Niveau seit, ich glaube, September oder Oktober 2016. Differenz zur 21-Tage-Linie, das ist dieser Verlauf hier, knappe 7%, ist auch extreme Überhitzung. Das heißt also, Silber muss jetzt erstmal Luft holen. Das war ein sehr, sehr kräftiger Anstieg gewesen. Hintergrund ist, dass vor allen Dingen eben hier viele institutionelle Investoren reingegangen sind. In Silber-ETFs sind im Augenblick 589 Millionen Unzen. Das ist ein Rekordwert von 10 Milliarden Dollar, die jetzt hier in Silber drin sind. Man hat also hier sowohl über der spekulativen Schiene als eben auch über Silber-ETFs haben massive Kapitalzuflüsse in den vergangenen 1 bis 2 Wochen gesehen. Ja. Wir hatten hier in der vergangenen Woche bei Gold-ETFs 28 Tonnen zugelegt, Silber-ETF-Bestände 450 Tonnen. Ja, auch bei dem am Terminmarkt haben wir entsprechende Anpassungen gesehen. Also da sind wirklich große Positionen aufgebaut worden. Die spannende Frage ist natürlich, warum ist das passiert? Zum Hintergrund, Gold hängt ja auch, beziehungsweise Silber hängt auch sehr stark von der Konjunktur ab, ne? Rund die Hälfte der Nachfrage kommt eben aus der Industrie. Silber leitet ja den Strom sehr gut. Das heißt also, das Edelmetall kommt in verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Stichwort Handys, Stichwort Solarzellen. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn die Aussichten für die Weltwirtschaft eigentlich durchwachsen sind, dann kann eigentlich aus der industriellen Nachfrage her gar nicht so ein Nachfrageschub gerechtfertigt sein. Das kann nicht der Hauptgrund sein. Es sei denn, auf einmal sind viele Akteure extrem optimistisch, was die weltweite Konjunkturentwicklung angeht. Habe ich aber nirgendwo gesehen, ehrlich gesagt. Es gibt einen anderen Grund, warum Silber so stark gestiegen ist. Und ich meine, ich hätte es auch schon mal angeklungen, zumindest das Thema, und das ist das Ratioverhältnis. Also, da schaut man dann da drauf, wie entwickeln sich eigentlich zwei verschiedene Basiswerte zueinander, sagt das Ratio. Ja, das ist das Gold-Silber-Ratio. Beide Preise werden ins Verhältnis zueinander gesetzt. Und da gab es zuletzt wirklich einen Extremwert. Anfang Juli war Gold in der Spitze 93 Mal so teuer wie Silber. Ich musste also 93 Unzen Silber kaufen, um eine Unze Gold zu erhalten. Das ist ein extremes Verhältnis. Man sieht es hier, hier unten, das ist die Ratio, wie sie sich über die Jahre entwickelt hat. Schaut mal selbst, dieses Verhältnis hier von 93, das haben wir zuletzt mal gehabt, irgendwann
Also Pi mal Daumen 1992, also schon sehr, sehr lange her. Das ist also eine wirklich interessante Entwicklung und das wird im Augenblick als Begründung herangezogen, dass vielen dann auf einmal aufgefallen ist, Mensch, Silber ist ja extrem günstig im Vergleich zu Gold, hat überhaupt noch nicht partizipiert an der Rallye und dann steigen wir doch mal in den Silberpreis ein. Auch das Argument ist mir ein bisschen dünn, taugt aber zumindest mal halbwegs aus der technischen Schiene her gesehen. Ihr seht aber auch, jetzt sind wir hier bei einer Ratio angekommen von rund 86, 87. Das ist im langfristigen Vergleich immer noch günstig. Ja? Wenn man sich das anschaut, Durchschnittswerte sind hier bei rund 64 seit dem Jahr 2000. Das ist hier diese gestrichelte Linie. Dann wäre eigentlich Silber und Gold vom Werthaltigkeit her gesehen so ausgeglichen. Ja, dann wäre keines der beiden Edelmetalle wirklich teuer zueinander, sondern das wäre fair gepreist. Davon sind wir noch eine ganze Stacken entfernt und das spricht eigentlich dafür, dass wir bei Silber noch zusätzliches Aufwärtspotenzial haben. Gleichwohl, ich hatte es gesagt, Silber ist kurzfristig ein bisschen überhitzt. Gilt es jetzt etwas im Auge zu behalten, finde ich eine der spannendsten Basiswerte, die wir jetzt haben. Das ist ein erster Move. Da kann noch mehr kommen. Aufgrund der Ratio, aufgrund vielleicht auch der Tatsache, dass die Konjunktur sich noch mal etwas positiver entwickelt und wir dann einen Sprung haben. Ich würde hier folgende Kursschwellen im Blick behalten. 16,15 $ auf der Unterseite. Wenn wir da nochmal so hinfahren, das müsste eine Unterstützung sein, die sollte halten. In dem Bereich, wer spekulativ unterwegs ist, kann hier mal einsteigen, also zwischen 16 und 16,20 $ eine Position aufstocken, absichern das Ganze so im Bereich um 15,40 $, 15,50 $. Dann geht man ein Risiko ein von ungefähr 4%. Das ist dann noch akzeptabel. Auf der Oberseite, nächster Widerstand 16,80. Wer vorsichtig ist, wartet erst einen Ausbruch über 16,80 ab, dass sich die Lage beruhigt und hier der nächste Nachfrageschub einsetzt. Ziel dann 17,40, 17,60. Wenn man sich die Ratio angeschaut hat, ist hier natürlich auch noch sehr viel mehr drin. Aber da muss man jetzt wirklich auch engmaschig eben drauf schauen. Sehr interessante Ausgangslage. Der erste Funken bei Silber hat jetzt eingeschlagen. Mal gucken, ob da noch mehr kommt. Es könnte sein, denn gerade in den Silber-ETCs, ETFs, die Positionsaufstockungen, die werden nicht einfach so eingegangen. Also irgendetwas ist da im Busch und da sollte man einen Blick drauf haben. Ich habe euch hier ein Silber-Endlos-Turbo mal mitgebracht, mit dem man das Ganze dann noch überdurchschnittlich eben entsprechend spielen könnte. Ist auch jetzt kein aggressives Produkt, sondern mit dem man einfach mal ja, so als ich sag mal Spielgeld auch mit reingehen kann. Basispreis Cap, nein, nicht Cap. Das ist der Knockout-Bereich. Natürlich, jetzt ist mir dein Rechner abgestürzt. Okay, ich zeige es euch hier auf dem Live-Schirm. Da seht ihr es dann auch. Endlos-Turbo Long bei Silber. Haben wir hier einen Hebel von 5,11. Basispreis und Knockout-Barriere natürlich 13,20 $. Schönes Produkt eben, das dann die Kursveränderung Faktor 5 verstärkt und behaltet da dann entsprechend die Grenzen im Blick, mit denen man dann da agieren könnte. Dann könnte sich das dann nochmal eine ganz gute Opportunität ergeben. Silbermarkt hat also zunächst einmal schon mal gezündet und sieht sehr, sehr gut aus, ist wie gesagt nur kurzfristig etwas überhitzt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn sich das dann beruhigt hat, dann kommt da noch ein bisschen mehr hinterher. So. Gucken wir uns aber noch einen zweiten spannenden Wert an. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, 19:48 Uhr. Ja, das können wir auch noch mitnehmen, und zwar die Währungsmärkte. Müssen wir uns anschauen vor dem Hintergrund der Entwicklung eben auch, dass wir jetzt die FED haben am Mittwoch. Euro-US-Dollar, einer wichtigen Marke angekommen. Die 1,11 ist hier zu sehen. Ihr seht es, ein paar Mal aufgesetzt auf der Schwelle. Ich gehe mal davon aus, vor Mittwoch passiert hier nichts mehr, aber dann kommt richtig mal was an Schwung rein, je nachdem, was die FED liefern wird. Wenn die FED enttäuscht und nicht das liefert, was der Markt erwartet oder vor allen Dingen im Wording noch mehr liefert, dann könnte ich mir eine Euro-Stärke vorstellen. Die Euro-Dollar hier im Bereich 1,12. 1,12, 70, 80 führen könnte, also hier bis knapp an die 200-Tage-Linie, die leicht fällt. Sollte die FED wiederum sagen, naja, wir werden nochmal nachlegen im weiteren Jahresverlauf mit Zinssenkungen, wir gehen jetzt hier auch wirklich nochmal richtig expansiv, dann geht Euro, Dollar unter die 1,11, zumindest mal in meiner Szenario, und dann wäre hier die untere Grenze dieses Abwärtskanals das erste Ziel. Also so die 1,10 könnte ich mir vorstellen, wird dann relativ zügig angelaufen. Ich präferiere allerdings das Szenario, dass wir eher eine Euro-Stärke sehen sollten, weil die FED, wie gesagt, noch nicht über
mäßig jetzt schon ihr Arsenal ausschöpfen möchte. Das ist das eine Währungspaar, Euro, US-Dollar. Das andere natürlich vor dem Hintergrund von den jüngsten Äußerungen Boris Johnson, Euro, britisches Pfund. Muss man auch jetzt im Blick behalten. Extrem spannend. Eigentlich möchte man ja sagen, der Name Boris sollte in London ja ganz gut belegt sein. Ne? Stichwort Boris Becker, aber Boris Johnson, naja, könnte noch für Schrecken sorgen an den Finanzmärkten, denn was er heute gesagt hat, wir werden im Oktober Klarheit haben. Also, Deal oder harter Brexit. Punkt. Ne? Da hat er sich auf jeden Fall schon mal festgesetzt. Gut, er ändert seine Meinung auch recht schnell, das wissen wir inzwischen, aber das ist zumindest jetzt mal eine Ansage. Kernpunkte des Deals, Autonomie über die Zoll- und Regulierungsfragen sollten sein, Backstop-Regelung und Ausstiegsabkommen hat er für tot erklärt. Ne? Man möchte also wirklich dann Ende Oktober hier Fakten haben. Das ist eine Ansage, mit dem der Markt zunächst einmal nicht gerechnet hatte. Ihr seht es sehr deutlich aus rein technischer Sicht. Achtung, Ausbruch hier oben. Euro-britisches Pfund über den Widerstand bei rund 1,090, 0,91 haben wir rausgenommen. Sehr wahrscheinlich heute auf Tagesschlusskursbasis, damit eben dann auch bestätigt. Zielbereich hier könnte ich mir durchaus vorstellen, diesen Peak, den wir hier gesehen haben, bei rund 0,93, 0,931. Das wäre so eine Anlaufzone. Auch hier dieser Schwankungskanal berechnet auf das Währungspaar lässt jetzt schon fast Platz bis 0,93. Da könnte also jetzt noch ein bisschen was nachkommen. Stopp könnte man hier platzieren unter dem jüngsten Low. Ein Rückfall also in die alte Range. 0,888 zum Beispiel. 0,887 könnte man platzieren. Dann haben wir ein halbwegs ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis. Ist natürlich ein Trade, der auch stark von der Politik abhängt, von den Äußerungen von Boris Johnson. Aber offenbar wurden hier doch schon einige auf dem falschen Fuß erwischt, sind nicht davon ausgegangen, dass Johnson hier so kernig auftreten wird. Das hat er aber jetzt getan und ja, interessantes Währungspaar. Und auch hier gibt es natürlich dann ein passendes Produkt dazu. Ich ziehe euch mal kurz noch die Folie rein. DZC5XT wäre der entsprechende Endlos Turbo Long, den man sich hier anschauen kann. Basispreis und Knockout bei 0,8249. Laufzeit Endlos Hebel 10,5. Also ist schon ein bisschen Musik drin. Auch in diesem Turbo kann man eben dann entsprechend den Ausbruch handeln. Hier noch das Ganze auf der Live-Seite der DZ-Bank. Das hier war der Silberbull gewesen. DDF 7LF. Und das entsprechende Produkt nochmal für Euro. Britisches Pfund waren die DZC 5XT, wie gesagt, hier mit Knockout-Barriere und Basispreis bei 0,8249 und Hebel 10,34. Wer also gerne an den Währungsmärkten auch aktiv ist, findet hier das entsprechende Produkt dafür, um naja, auf einen Brexit zu setzen und somit eben ja, an neue Turbulenzen, die sich gerade hier in dem Währungspaar dann sicherlich auch nochmal sehr stark niederschlagen und auswirken dürften. Man kann natürlich auch schauen, ob man hier im britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar aktiv werden möchte. Ich habe es deshalb nicht ausgewählt, weil es hier schon in den vergangenen Tagen eine sehr kräftige Reaktion gab. Und ihr seht es hier, da sind wir schon überverkauft. Bei dem Währungspaar ist das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt nicht mehr so attraktiv. Fand ich deshalb nicht rund. Deswegen habe ich hier Euro-britisches Pfund genommen. Da ist auch aus der statistischen Sichtweise her noch genügend Restpotenzial vorhanden und da lohnt es sich dann doch etwas genauer hinzuschauen. So, dann gucke ich mal rein. Stop-Loss bei Silber war noch die Frage gewesen, wo ich den platziert hätte. Jetzt muss ich mal eben schauen, dass ich mir hier noch den Silberchart wieder reinhole. So, das kommt so ein bisschen darauf ein, wo man einsteigt, aber ich würde hier unten, dann hätte auch dieser jüngste Aufwärtsimpuls mehr als die Hälfte der Preis wieder abgegeben, also ein Stop-Loss im Bereich von 15,40, 15,45 sollte man ihn platzieren. Fällt der Preis, Silberpreis stärker zurück, dann ist er auch wieder im Abwärtstrend, dann haben wir hier einen Fehlausbruch gesehen. Aber wie gesagt, abwarten. Das hier ist jetzt Konsolidierung. Solange wir uns hier drüber stabilisieren, über der 16,50, ist das ein ganz interessantes Einstiegsniveau. Dann gehe ich ungefähr 3 bis 4% Risiko ein. Aber hier drunter sollte dann der Silberpreis nicht mehr zurückfallen. Ansonsten ist alles andere hinfällig gewesen. Kann ich mir im Augenblick, wie gesagt, nicht vorstellen. Zielbereich bei Silber war so um die 17,20, 17,30 zumindest mal. Das war nochmal das Silber-Szenario gewesen. So, und dann, ob es auch noch was auf Platin war, glaube ich, auch noch eine Frage gewesen.
Guck mal, nee, Palladium. Wie sieht es mit Palladium aus? Ja, habe ich auch vorbereitet, die Folien. Das war so ein bisschen das für den Rest gewesen. Zunächst einmal, ja, nochmal für den Hinterkopf. Palladium kommt ja in erster Linie bei Benzinermodellen im Einsatz. Ne? Cut, wie gesagt, Platin bei den Dieselautos. Wenn wir uns hier die Ratio anschauen, habe ich immer mitgebracht Gold und Platin. Und wir sehen es natürlich, klar, Platin hat zuletzt gelitten, ganz einfach um der Diskussion bei den ganzen Dieselautos. Deswegen haben wir hier, was die Ratio angeht, eine Extrementwicklung. Leider habe ich hier keine Daten, die vor 1990 noch zurückreichen. Ihr seht es aber, Platin ist extrem günstig im Vergleich zu Gold. Ja, 1,61 der Faktor. Wir haben hier 880 im Augenblick für Platin, 1420 für Gold. Schreit eigentlich danach, dass wir hier wieder eine Stärke von Platin sehen sollten. Aber naja, vor dem Hintergrund dieser ganzen Dieseldiskussion wäre ich da doch etwas vorsichtiger. Man kann hier sich eine sehr gute und stabile Unterstützung vorstellen im Bereich von rund 760 bis 800. Das ist richtig, aber der übergeordnete Trend ist leider negativ, ne? Und der stemmt sich im Augenblick noch dagegen. Also, wenn man unbedingt ein Platin-Fan ist, würde ich sagen, abwarten, zugreifen unter der 800er-Marke, ne? Denn da sind wir zuletzt nicht mehr drunter gefallen, schon seit einigen Jahren nicht mehr nachhaltig. Also Platin unter 800 auf die Beobachtungsliste bzw. Kaufliste setzen, dann lohnt sich das und das Chance-Risiko-Verhältnis nämlich gut. Ich kann sehr eng absichern. Im Augenblick leicht überhitzt mit 870. Könnte mir gut vorstellen, dass wir hier mal hochlaufen und wieder runterfallen unter die 800 und dann eher mal die Chance suchen. Bei Palladium ist es so, da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da haben wir dann doch Platin. Moment. Palladium. So, jetzt haben wir es, Entschuldigung. Da war die Ausgangslage 1420 Gold, 1558 wird im Augenblick für Palladium verlangt. Das gibt uns eine Ratio von 0,91. Das heißt, Palladium ist eigentlich teuer im Vergleich zu Gold. Und wenn man jetzt zwischen diesen beiden Edelmetallen sich entscheiden müsste, würde ich ja, leicht mal dazu tendieren, bei Palladium Gewinnmitnahmen vorzunehmen. Sieht man ja auch hier, wenn wir uns in den Chart grob mal reinklicken, aber hier so ein bisschen die Gefahr von einem Doppeltop hat sich noch längst nicht abgeschlossen, wäre erst hier unterhalb von 1300 tatsächlich der Fall. Aber wir haben hier offenbar Probleme, über die 1560er hinauszugehen. Zudem enorm relativ stark gegenüber der Feinunze Gold. Also hier neigt sich jetzt so ein bisschen die Outperformance von Palladium dem Ende entgegen, würde ich mal hieraus ableiten. Wir hatten hier zur Jahrtausendwende schon mal eine Ratio gehabt von 0, ich schaue kurz mal nach, ja, 45, 49 war es mal gewesen. Ja, also da ist noch vielleicht ein bisschen Luft, aber so ganz allmählich verschiebt sich hier die Ratio zugunsten dann von Gold. Aber das ist, wie gesagt, derzeit von der Ausgangslage her nicht ganz so klar. Ich bevorzuge hier die Gold-Silber-Ratio. Da haben wir jetzt den ersten Einschlag gesehen. Könnte sein, dass es hier nochmal einen kleinen Tipp nach oben geht, aber auch wenn man sich ganz langfristig betrachtet, ist es eigentlich mal an der Zeit, dass Silber wieder aufwertet zu Gold. Das kann allerdings wirklich auch länger dauern. Ne? Wir hatten hier zum Beispiel die Ratio auch schon 1991, 92, 93 über Jahre oberhalb von 80, 90 gehabt und es dauerte dann wirklich 3, 4 Jahre, bis wir hier langsam einen Abbau gesehen haben. Aber die Vergangenheit lehrt uns auch, es war immer nur eine Frage der Zeit gewesen, bis irgendwann Silber wieder aufgeholt hat und hier eine Ratio dann kam von 50. Und das wäre dann doch wieder eine ganz interessante Geschichte. Deshalb fürs kurzfristige Trading der Silber Turbo Bull ganz interessant, aber auch im langfristigen Bereich, wirklich langfristig, da rede ich jetzt über 5 oder 10 Jahre, ist Silber sicherlich auch interessant, vor allen Dingen, wenn man jetzt hier die Wechselbeziehung eben dann zum Goldpreis, zur Feinunze Gold sich betrachtet, da haben wir jetzt doch eine ganz interessante Ausgangslage. Mit den entsprechenden Produkten macht das sicherlich Spaß. Ja, ich denke, das war wieder eine runde Sache gewesen. Wir haben die Währungsmärkte abgehandelt, die Anleihemärkte mit der Sondersituation, den Minusrenditen, die Aktienmärkte, der DAX, ja, schwächelt im Augenblick ein bisschen zu den US-Indizes, zeigt wieder relative Schwäche. Jetzt nochmal die FED-Entscheidung sich anschauen am Mittwochabend. Die Kursreaktion darauf, am Donnerstag vor allen Dingen interessant, ob die FED mehr liefert oder nicht.
Ja, und dann ist die Agenda erstmal drin. Dann greifen wieder stärker technische Faktoren, saisonale Muster und das werden wir uns dann, ich glaube, in 3 Wochen wieder anschauen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Behaltet den DAX im Auge und ich wünsche vor allen Dingen einen kühlen Kopf bei den heißen Temperaturen da draußen. Tschüss. Klasse, klasse, danke dir, Franz Georg. Ja, die Zusammenfassung wollte ich eigentlich eben machen. Nee, Spaß beiseite, die hast du schon gut gebracht. War wirklich alles wieder sehr, sehr rund. Wir haben viele Fragen reinbekommen. Die eine oder andere Frage schauen wir nochmal, ob wir die vielleicht beantworten können. Aber ich glaube, einiges hast du schon verbal beantwortet und ein paar Fragen konnten wir per Chat beantworten. Auf jeden Fall kamen da einige Fragen rein. Ja, ich möchte Ihnen jetzt noch zeigen, was nächste Woche bei uns auf der Agenda steht. Deswegen nehme ich mir noch einmal ganz kurz die Moderatorenrechte und schwenke von deinen Folien auf meine. Ja, nächste Woche bei uns wieder zu Gast, die Traininggruppe 2.0. Sie kennen die Referenten, die da mit immer von der Partie sind. Deswegen erwähne ich sie jetzt mal gerade nicht. Ja, ich sage vielen, vielen Dank, Franz Georg, für dein Package, was du uns heute hier präsentiert hast. Vielen Dank bei Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Restabend und wünsche Ihnen natürlich auch gute Trades für diese Woche. Bin gespannt, was am Mittwoch bei der FED-Sitzung abends rauskommt. Ja, schauen wir mal und am Donnerstag sind wir schlauer. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend. Bedanke mich und machen Sie es gut. Tschüss.